Hallo zusammen, wir sind jetzt in der Cover Design Session. Mein Name ist Juliana Fabula, kurz Lia. Ich bin selbstständige Cover Designerin seit kurzem. Also ich bin gelernte Mediengestalterin, war dann eine Zeit lang Art Directorin in einer Werbeagentur und habe mich jetzt als Cover Designerin bzw. Grafikdesignerin selbstständig gemacht und bin nebenbei auch Autorin und allgemein mache ich sehr viele kreative Dinge. Genau, heute geht es bei mir um das Thema Cover Design. Ich wollte mal so allgemein ein wenig darauf eingehen. Ich habe meine Präsentation von 2018, die ich mal auf einem LitCamp dabei hatte, etwas aktualisiert und habe da mal so die groben Grundregeln reingepackt, die ich mit euch jetzt als erstes durchgehen würde, was man bei einem Cover beachten sollte. Und dann würde ich mit euch anhand einiger Beispiele mal so ein bisschen durchgehen, auf was man achten musste, sollte, könnte, würde. Genau. Würde sagen, starten wir mal. So. Ihr kennt's alle. Hashtag LitCamp20 Cover Session. Könnt mich gerne taggen auf Twitter und dann geht's auch schon los. Was ist wichtig für ein gutes Cover? Die drei Grundlagen. Farben, maximal 2 bis 3 Stück. Typografie, maximal 2 bis 3 Stück. Bildmaterial, gut kombinieren. Ja, da darf es ruhig mehr sein. Ich habe Bilder teilweise, da sind 14 bis 16 verschiedene Bilder drin. Man sieht es aber nicht, weil sie gut kombiniert sind. Das Ganze muss dann eben ein harmonisches Gesamtbild ergeben, sodass du eben ein ansprechendes Cover bekommst. Die Farben. Es gibt verschiedene Arten, mit denen man Farben bearbeiten kann, also mit denen man allgemein mit Farben arbeiten kann. Das wäre einmal das komplementäre Farbfeld, dann gibt es noch den Kontrast und auch die Harmonie. Harmonisch wäre zum Beispiel, wenn du verschiedene Farbabstufungen hast, so hellblau, dunkelblau, fast schwarz-nachtblau. Das wären jetzt so diese Farbharmonie. Kontraste ganz klassisch, schwarz und weiß. Komplementärfarben ist noch mal ein bisschen was anderes. Da kann ich euch mal was aufrufen. Moment. Hier. Das sind immer die gegenüberliegenden Farben sozusagen. Also grün ist pink, gelb ist lila, pink rum, blau ist orange und so weiter und so fort. Das sind sogenannte Komplementärfarben, also gegensätzliche Farben. Genau. Kurzer Exkurs Farbenlehre. Hier zum Beispiel haben wir. Mindestens. Hallo, Und Philipp, Philipp. wird es wahrscheinlich. Hier haben wir zum Beispiel ein gutes Beispiel für Farbharmonie. Das wäre hier das Rechte, weil es ist harmonisch aufeinander abgestimmt. Wir haben Weißtöne, wir haben Pinktöne, Rosatöne, Lilatöne. Langt. Im Gegensatz zu links. Dazu muss ich nichts sagen. Es ist zu bunt, es ist zu viel, es hat zu viel Schrift drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Schriftarten sind das? 1, 2, 3, 4 Schriftarten und es sind Farben, kann ich gar nicht zählen, so viele wie das sind. Gelb, grün, orange, rot, lila, pink, weiß, blau. 8 oder so, keine Ahnung. 8 Farben oder so sind dann drin. Es ist uff. Es ist ein big uff. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Typografie, auch ganz wichtig. Von vielen ein sehr unterschätztes Thema. Ich predige es in jedem meiner Streams. Ich predige es jedem, der mich fragt. Gute Typografie macht 50% eines guten Covers aus. Wenn man mit Typografie nicht umgehen kann, wird es schwierig. Und wehe, einer schreibt jetzt Comic Sans in den Chat. Typografie mischen ist deshalb ganz wichtig, nur 2 bis 3 Schriftarten. Also zum Beispiel macht den Haupttitel in einer sehr krassen Schrift und den Untertitel und den Autorennamen dann in der zweiten Schrift. Viel mehr sollte es gar nicht sein. Es gibt zwar Ausnahmen, das sind sogenannte Typografie-Cover, die leben von unterschiedlicher Typografie. Das wäre jetzt zum Beispiel, wo habe ich hier irgendwas? Nö, habe nichts an meiner guten Wand hängen. Dachte, vielleicht hätte ich gerade was zur Auswahl, aber ich habe nichts da. Aber es gibt Cover, die auf Typografie ausgelegt sind und mit denen ist es ganz praktisch, wenn man da eben mit der Typo spielt. Aber das muss echt gekonnt sein. Also das muss, finde ich, gekonnt sein, weil sonst kann es auch ganz schön ins Auge gehen, würde ich mal behaupten, wortwörtlich. Der war gut. Fand ich jetzt im Nachhinein viel witziger, als er eigentlich war. Genau.
Bildmaterial. Die liebe Alessandra hatte heute Morgen eine Session, wo es um Common Lizenz ging, Creative Common Lizenz, glaube ich, oder License, also Lizenzen auf Deutsch, so habe ich es einfacher. Und da geht es sozusagen um Bildmaterial, was genutzt werden darf. Kein Google, Leute, ohne Scheiß. Wenn ihr googelt, sind die Bilder nicht einfach nutzbar. Die gehören jemandem, die haben ein Urheberrecht. Die dürft ihr nicht benutzen. So, ihr könnt zum Beispiel bei Shutterstock gucken. Oh, toll, Fotolia gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Wurde von Adobe Stock aufgekauft. Ich habe die vorhin nur ganz schnell von den Überschriften ein bisschen angepasst, habe ich überlesen. Fotolia gibt es nicht mehr, wurde von Adobe Stock aufgekauft. Shutterstock ist eine sehr bekannte Bilder-Datenbank, bei der man Bilder kaufen kann, die Lizenzen erwerben kann und dort darfst du dann die Bilder auch nutzen. So sieht das Ganze aus. Kein Google, Shutterstock. Ihr seht, großartig. Genau, was man bei Bilder und Grafiken noch beachten sollte. Das ist verzerrt. Das ist nicht verzerrt. Bitte verzerrt keine Bilder. Wenn das Bild den nicht passenden Ausschnitt hat, löst das Problem anders. Baut einen Hintergrund rein, zieht das Bild an und für sich größer. Man könnte jetzt die Dame hier auch noch bis hierhin groß ziehen, dass man das Bein eben nicht mehr sieht. Dafür hat man aber oben mehr von den Blumen zum Beispiel drauf oder wie auch immer. Aber zusammenzerren, please don't. Genau, so viel zu den groben Infos, die man hier schon mal finden oder wissen sollte, wenn man bei Covers was machen möchte. Judith und Marina fragen gerade FreePick und Unsplash. FreePick ist in Ordnung, müsst ihr aber aufpassen, müsst ihr mit angeben. Und es gibt auch bestimmte Lizenzbestimmungen, die man beachten muss. FreePack ist nicht für alles nutzbar. Für Cover ist es nutzbar, habe ich mich in den Lizenzen durchgelesen, für Logo-Gestaltung oder Produktgestaltung zum Beispiel nicht. Unsplash kann man nutzen, würde ich aber größtenteils nur für Hintergründe nutzen. Pixabay würde ich komplett von abraten, weil dort auch viele Bilder genommen werden, die drauf kopiert werden. Von Shutterstock zum Beispiel oder so, die sind dann auch nicht lizenzfrei im Grunde. Und das Ding ist, bei Bildern mit Menschen drauf braucht es im Grunde ein Model Release. Das bestätigt laut DSGVO, die wir jetzt seit 2 Jahren haben, dass das Bild genutzt werden darf. Ja, und dieses Bild Release wird dir kein Mensch geben, der bei Unsplash einfach Bilder hochlädt. Weil der wird so ein Model Release wahrscheinlich nicht gemacht haben, weil es ein Hobbyfotograf ist. Deswegen würde ich bei Unsplash oder dergleichen eher auf Hintergründe gehen. In irgendwie einen Himmel oder Sternenhimmel, Nachthimmel, Wasser, whatever, Bäume oder so. Das geht klar, finde ich. Das ist okay, aber wenn es jetzt irgendwie mit Menschen ist, würde ich wirklich auf Shutterstock. Würde ich Shutterstock nutzen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. So, jetzt kann ich das hier zumachen. So, hier haben wir jetzt mal zum Beispiel so eine kleine Einblick, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ich gehe das mal mit euch ein bisschen durch. Wir haben hier zum Beispiel Thriller-Cover oder Krimi. Die sind ein bisschen düsterer, ein bisschen cleaner. Die haben meistens ein bisschen so eine boldere Schrift, mit der man arbeiten kann. Alles ein bisschen aufgeräumter, sag ich mal. Und meistens auch so ein Hauptmotiv, ein stechendes Hauptmotiv in der Mitte. Es gibt dann sogar noch aktuell so ein paar Farbkonzepte, die für Thriller viel genutzt werden. Schwarz-Weiß-Rot ist sehr bekannt. Blau-Gelb-Weiß wird viel genutzt. Oder Blau-Weiß-Schwarz wird auch viel genutzt. Da kann man sich mal orientieren, wenn man zum Beispiel bei Amazon oder bei Lovely Books oder bei Goodreads oder wo auch immer man gucken möchte, in die verschiedenen Genre reingeht und schaut, was dort aktuell so trendet. Das ist nämlich gar nicht so unsinnvoll. Also ihr solltet euch bewusst sein, dass euer Cover, wenn ihr da eins machen lasst oder machen möchtet, neben den anderen Covern im Buchhandel mithalten muss. Und da, ich hatte mal jemanden, das ist schon 5 Jahre her oder so, der hat ein selbstgemachtes Bild gehabt, diese Person. Und da war unten noch der Zeitstempel von der Digitalkamera drauf. Das Bild war pixelig. Es waren 4 Schriftarten in 3 verschiedenen Schriftfarben drauf. Hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Ich kann es nicht löschen. Es ist ein Unfall gewesen, von dem man nicht hatte wegschauen können. Dieses Buch hätte kein Mensch in einer Buchhandlung aufgestellt. So leid es mir tut. Also habe ich versucht, ihr klarzumachen, wollte sie nicht hören. Ist mir egal.
nicht mein Problem. Es wird halt nicht gekauft dann. Weil man muss auch dazu sagen, Cover sind ausschlaggebend mehr oder weniger dafür, dass das Buch überhaupt erstmal in die Hand genommen wird. Nicht unbedingt für den Kauf. Für den Kauf ist dann der Klappentext überzeugend, logischerweise. Also wenn der Klappentext nicht überzeugt, dann wird das Buch ja meistens auch nicht mitgenommen. Aber wenn das Cover kein Eyecatcher ist, wird es nicht in die Hand genommen. Also wenn euch ein Cover nicht anspricht, glaube ich nicht, dass ihr im Buchladen stehen bleibt und dieses Buch in die Hand nehmen werdet, oder? Seid mal ehrlich. Wenn euch das Cover aber gefällt, dann nehmt ihr es in die Hand, weil euch das Buch Interesse weckt. Und das Interesse wird dadurch geweckt, dass es A, eben ein Eyecatcher ist, dass es aber auch zu eurem Genre passt. Ich brauche jetzt keinen Thriller machen, der plötzlich dieses Cover hat, weil das ist keine Zielgruppe. Das, ne? Wenn ich jetzt die Thriller-Community damit catchen will, dann habe ich halt ein Problem. Also, wird nicht laufen. Man sollte also auch immer seine Zielgruppe im Blick behalten und dann auch schauen, eben, was sind die aktuellen Trends. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle, die Trends mit diesen farbigen Hintergründen und den typografischen Texten und Titeln drauf, wie sie vermehrt gewisse Romance-Verlage nutzen. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ihr wisst wahrscheinlich alle, wen ich meine. Die funktionieren aktuell unfassbar gut im Bereich Romance. Weshalb ich auch hier tatsächlich sehr viele in meinem Portfolio aktuell besitze. Das hier sind ja meine Premade-Cover, das heißt, alle, die kein Verkauft-Label haben, können gekauft werden noch. Und diese Romance-Cover sind halt aktuell wahnsinnig, wahnsinnig gut angekommen und angefragt worden. Weshalb ich hier zum Beispiel auch 4 Stück habe. Das hier ist zum Beispiel jetzt verkauft. Da muss ich noch ein Verkauft-Label hinmachen. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Aktuell viel los bei mir im Leben. Genau, dann haben wir zum Beispiel hier auch, das hier könnte jetzt zum Beispiel schon eher Richtung Detektivgeschichte, Krimi, historisch gehen möglicherweise. War mal auch ein ganz anderes Konzept, was ich ausprobiert habe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Cover zu machen. Ich bin gerade hart erschrocken, Leute. Sorry. Ich habe noch den Chat von Streamlabs offen und ich habe gerade einen Follow bekommen und habe dazu den Alert bekommen und das hat mich hart aus dem Konzept gebracht. I'm sorry. So viel zur Verwirrung in meinem Leben. So, hier waren wir eigentlich so. Dann haben wir zum Beispiel, ja, Fantasy habe ich verschiedene. Klar, also da ist halt einfach, Fantasy ist schwierig als Premade zu verkaufen, weil doch Fantasy-Geschichten oftmals sehr spezifische Pitches haben, aber im Großen und Ganzen sind davon auch viele auf mich aufmerksam geworden und haben dann gemeint, ach ja, so in der Art finde ich ganz nice, aber müsste halt noch das und das auf das Cover gehen, verstehe ich auch. Also man muss einfach schauen, in welche Richtung geht's, ist es eher düster, ist es eher, also Thriller, Romance, Fantasy, Young Adult, New Adult, da gibt's einfach aktuell super viel zu beachten. Dann gibt's ja noch die LGBTQI A-Szene, Sternchen, ihr wisst es. Da zum Beispiel habe ich auch verschiedene Sachen im Portfolio. Ja, gibt im Grunde zu allem was. Und dann so muss man einfach schauen, was ist aktuell Trend, auf was muss ich achten. Auf was man auch achten sollte, ist halt eben das Spiel mit der Typografie. Es ist zum Beispiel wichtig, nie zu viele Abstände, nie zu große Abstände auch zwischen den Überschriften, den Titeln zu haben. Man sollte schauen, dass die Bilder gut miteinander verschmolzen sind. Hier zum Beispiel haben wir, was schätzt ihr denn? Okay, haut mal raus. Wie viele Bilder sind in diesem Bild verarbeitet? Haut mal in den Chat. Was denkt ihr? Judy, du darfst mitraten, ist okay. Ah, interessant, interessant. Raffaela denkt 3. 3 ist schon durchaus sehr wenig. Raffaela, wie kommst du denn auf 3? Also, ich schlüssel euch mal auf, was alles ein Bild ist. Die Frau ist ein Bild. Die Flügel ist ein zweites Bild. Diese Sternchen im Vorder- und Hintergrund sind sogar 2 Bilder, weil es 2 Text-Overlays sind. Dann sind noch die Federn. Dann haben wir den Mond, dann haben wir den Strudel
Und dann haben wir nochmal im Vordergrund Feder-Overlay. Also wir haben 8 Bilder. Ach, du siehst es nur in sehr klein. Okay. Nee, bei dem waren wir, glaube ich, bei 8. Oder waren wir bei dem sogar bei 11? Habe ich noch sogar welche vergessen? Müsste ich nochmal nachschauen, müsste ich in der Datei nachgucken. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir über 8 Bilder waren. Also 8 bis 11 Bilder waren es auf jeden Fall. Wir hatten auch, wo war denn noch so eins, wo richtig viele Bilder drin verarbeitet waren? Hier waren auch relativ viele Bilder drin verarbeitet. Das waren auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier waren es auch 8 Bilder, 8 oder 9. Müssten es gewesen sein. Und hier waren es auch mehrere. Da waren zum Beispiel die Fahne waren ein Bild, der Panther war ein Bild, die Glühwürmchen waren ein Bild, der Baum unten war ein Bild, der Hintergrund selbst war ein Bild. Also es waren auch 6 Bilder oder so, die man reingearbeitet hat. Und ja, also kommt schon durchaus was zusammen. Waren relativ viele Bilder, was man gar nicht vielleicht denkt, weil sie ja doch sehr harmonisch miteinander arbeiten, die ganzen Bilder. Hier hatten wir auch den Hintergrund, die Landkarte, den Rahmen, die Silhouette, die Pfeife und dann sind es, glaube ich, noch 3 Bilder, die den Innenbereich der Silhouette ausmachen. Es sind wieder 8. 8 Bilder, die da drin ineinander überlaufen. Das ist schon, finde ich, eine recht spannende Sache, wie viele Bilder es im Grunde braucht. Vor allem diese Bilder kosten alle Bildlizenzen. Das heißt, wenn ihr euch manchmal fragt, wie sich so die Preise von einem Coverdesign zusammensetzen, bei mir kostet eine Bildlizenz, weil ich das ja auch zahle im Grunde bei Shutterstock, 12,50 € brutto. So, wenn wir das mal 8 nehmen, dann sind wir bei 8 mal 12,50 €, ich bin wie immer noch schlechte Mathe, sind das schon 100 € nur für Bildlizenzen. Und da habe ich noch nichts dran gearbeitet. Also das ist auch unglaublich, was ich da zusammenleppern kann. Wo wir auch gerade zum nächsten Thema überschweifen, und zwar die Zusammenarbeit mit einem Grafikdesigner oder einer Grafikdesignerin. Ich persönlich arbeite zum Beispiel mit einem Briefing-Formular, das heißt, der Autorin oder die Autorin bekommt von mir dieses Formular zugesendet, füllt das aus und daraufhin gehe ich nochmal mit ihr in die Abstimmung oder ins Gespräch und danach mache ich mich zum Beispiel an den ersten Entwurf, wenn das soweit alles weitere geklärt wurde. Ich finde das immer ganz gut, um einen Eindruck zu gewinnen, weil dann muss man bei mir auch verschiedene Sachen ausfüllen. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich bin echt happy über diese Bildschirmübertragung. Das ist sehr cool. Ach, wo sind wir denn? Hier sind wir doch drin. So, hier haben wir jetzt mein Buchcover-Design-Datenblatt. Da muss ich zum Beispiel für Angebot und Rechnung, die Anschrift und die Adresse wissen, den Autorennamen, der am Ende auf das Cover soll, weil das ist ja nicht immer mit dem Klarnamen eins. Wir haben ja auch Pseudonyme und sowas, ja. Titel und Untertitel, das Genre, die Zielgruppe, Thema und Pitch, maximal 3 bis 5 Sätzen. Ich hatte nämlich auch schon 4-seitige Romane. Also Romane, aber das lese ich halt nicht als Coverdesigner. Ich brauche das on point. Die Handlungszeit, den Handlungsort, die Hauptelemente in Stichwörtern, welche Atmosphäre soll entstehen, welcher Stil wird bevorzugt, das ist halt auch nochmal so eine Sache. Manche Autoren, unter anderem ich, mag es zum Beispiel nicht unbedingt, wenn jetzt Gesichter oder Menschen oder dergleichen auf dem Cover sind. Deshalb sind zum Beispiel solche typografischen Cover auch sehr toll. Oder eben diese Silhouettencover, die es auch Scherenschnitt genannt wird, sind auch sehr, sehr praktisch. Und das sind eben diese Fragen, die ich hier stelle, also Fotomanipulation, Grafik in Klammern, Silhouetten oder typografisch. Welche Vorstellungen man sich eventuell hat, bis wann man das Cover braucht, welche Formate benötigt werden. Ob es ein Einzelband oder eine Reihe ist, auch das muss ich als Cover-Designerin wissen. Denn wenn es ein Einzelband ist, kann ich das ganz anders gestalten, als wenn ich ein Reihenkonzept machen muss. Wie viel Seitenanzahl es hat, hier nochmal den Klappentext, weitere Anmerkungen oder Wünsche. Und hier unten habe ich noch die Empfehlung mit Buchsatz, weil ich auch Buchsatz mache, Lektoratsempfehlung und Korrektoratsempfehlung. So. Weil ich da auch mit sehr kompetenten Leuten zusammenarbeite. So sieht bei mir ein Formular aus. Das wird ausgefüllt und daraufhin kann ich dann in Abstimmung gehen. Wie ist das, wenn zum Beispiel beim Engel der Autor sagt, das finde ich genial, aber ich bräuchte es in Blond?
Machst du das dann neu oder änderst du das? Also, es wäre dann die Frage, ob diese Frau mit blonden Haaren auch immer noch gut aussehen würde. Im Grunde könnte man die Haare vermutlich blond einfärben. Sieht zwar dann zwar nicht ganz so gut aus, aber es wäre dann möglicherweise besser, eine andere Frau als Covermodel auszusuchen, die auch direkt blond ist, und die dann zu ersetzen. Also, ja. Das müsste man dann besprechen. Bei Premades wäre es zum Beispiel dann der Fall, dass der Preis, den ich für das Premade festgelegt habe, sich halt nochmal verändern würde, weil logischerweise ist es halt auch so, dass dann nochmal mehr Aufwand reinkommt. Ich habe ja dann die Zeit für das hier schon berechnet und wenn dann jemand sagt, jo, ich will aber nochmal 2 Stunden Arbeitszeit von dir, weil ich brauche ja einen blonden Engel, dann müssen die 2 Stunden auch verrechnet werden. So sieht es leider aus. Aber an und für sich ist es gar kein Problem. Solche Änderungen können angefragt und auch gemacht werden. Auf Twitch zum Beispiel, habe ich ja in meiner Twitch-Session schon kurz gesagt, gestalte ich ja auch Live-Cover. Auch immer sehr spannend. Also ihr seht zum Beispiel auch so ein bisschen in der Vorschau, was ich da gestaltet habe. Da hatten wir so ein Motiv mit dem Dolch und dem Nebel. Hier hatten wir eine Adaption zu Die Schöne und das Biest. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Was haben wir noch gemacht? Genau, dann haben wir das hier gemacht mit dem God Soul Hunter. Dieses Motiv war auch sehr schön, haben wir auch im Stream gemacht. Sehr viel, was wir aktuell in Streams machen, bezüglich hier dieser ganzen Premade-Cover. So, meine Frage an euch wäre jetzt: Was habt ihr denn noch für Fragen allgemein? Oder habt ihr aktuell überhaupt Fragen? Wollt ihr was wissen? Trinken. Ja, ich hatte gerade übelst Durst. Stay hydrated und so, ne? Zu dem Programm vielleicht noch mit, was ich Covers erstelle, ist halt ganz klassisch. Ich nutze die Creative Cloud von Adobe, da nutze ich Photoshop und Illustrator. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wie bei dem Lilanen hier mit dieser Grafik im Hintergrund, diesem Fetzengeist nenne ich ihn mal, etwas mache, das habe ich im Illustrator erstellt und den Rest dann im Photoshop bearbeitet. Und wenn ich jetzt Buchsatz zum Beispiel mache, dann arbeite ich mit InDesign. Also Buchsatz mache ich dann komplett in InDesign. Da kann ich euch auch gleich nochmal was zeigen. Wenn es eine Reihe ist, zu der man schon die Folgetitel der Bücher hat, die aber noch nicht fertig, oder wenn es eine Reihe ist, zu der man schon die Folgetitel der Bücher hat, die aber noch nicht fertig sind, ist es dann für einen Coverdesigner ohne oder eine Coverdesignerin auch hilfreich, die Folgetitel schon zu wissen? Im Grunde sind die irrelevant. Also die Titel sind im Grunde soweit irrelevant, solange du dafür noch keine Cover beauftragst. Wenn es nur darum geht, hey, ich habe eine fünfteilige Reihe, ich habe jetzt hier Band 1, würde ich gerne bei dir gestalten lassen und auch die anderen 4, so ist. Brauche ich im Grunde nur die Infos zu Band 1 und muss halt nur wissen, dass es noch 4 weitere Bände geben wird, damit ich mir ein Konzept überlegen kann, was auf 5 Bände adaptierbar ist. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber bei manchen Verlagen ist es ja zum Beispiel so, dass der Buchrücken dann hinten ein Bild ergibt oder dass es in verschiedenen Farben gemacht wird. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass im Grunde alle Covermotive gleich sind und sich nur die Farben ändern. Dann gibt es die Möglichkeit, dass sich die Farben und die Covermotive ändern. Ganz unterschiedlich. Ganz, ganz unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Welche Programme kannst du für Cover Design empfehlen, wenn Adobe zu teuer ist? Da kann ich die Affinity-Programme empfehlen. Hashtag keine Werbung, weil ich mache für die keine Werbung, aber ja doch, ich mache für die Werbung, aber ich kriege nichts dafür, nur dass ihr es Bescheid wisst. Zeige ich euch auch mal kurz auf der Bildschirmübertragung, weil das einfach schöner ist, dann habt ihr auch was zu sehen, als wenn ich nur davon erzähle. Das hier ist Affinity und die bieten im Grunde 3 Programme an. Das ist Photo, Designer und Publisher. Im Grunde ist Photo sowas wie Photoshop, Designer sowas wie Illustrator und Publisher sowas wie InDesign. Das sind im Grunde die 3 Hauptprogramme, mit denen man in der Creative Cloud auch arbeitet. Außer man macht Videoschnitt, dann nutzt man Premiere. Die ganzen gibt es für eine einmalige Gebühr von 55 Euro. Bei Adobe Creative Cloud zahlt man halt 60 Euro pro Monat. Könnt ihr euch ausrechnen. Also, ne?
5 Euro zahlt ihr hier schon weniger und habt es dann Lifetime und das andere ist monatlich. Muss man halt auch dazu sagen. Finde ich ganz cool, was die können. Ist schon echt top. Gibt es auch für, wie nennt sich das? Für Grafiktablet als App und so weiter. Man kann relativ viel damit machen. Es gibt super viel einzustellen, super viel zu machen. Finde ich eine großartige Alternative. Aber es kommt ja bei Coverdesign, wenn man das selber machen möchte, nicht nur auf das Programm an, sondern man muss sich echt viel mit Coverdesign beschäftigen. Ich kenne sehr viele Mediengestalter, die tatsächlich Gestaltung gelernt haben, aber Coverdesign im Grunde nicht gut können, aus dem einfachen Grund, Cover sind komplett anders aufgebaut, als du es in der Mediengestalterbranche in Werbeagenturen lernst. Du lernst dort zwar mit dem Programm umzugehen, aber wie der Aufbau von Covern ist, was marktauglich ist und überhaupt, darfst du dem Grunde selber beibringen. Also alles Technische kann ich durch meine Ausbildung, alles andere habe ich mir selber beigebracht. Von daher, wie holst du dir denn Inspiration? Probierst du erstmal ein bisschen rum oder hast du schon vorher ein Bild im Kopf? Ich habe relativ schnell ein Bild im Kopf, wenn ich meine Briefing-Formulare ausgefüllt bekomme. Das geht meistens sehr schnell. Ich suche fast nie nach Inspiration, muss ich gestehen. Wenn ich jetzt aber mal irgendwie Zeit und Lust habe und überlegen könnte, hey, was könnte ich denn wieder mal in meine Premade-Galerie packen? Also außer meine Community in Twitch gibt es mir vor, was ich für ein Motiv machen soll. Dann schaue ich gerne auf Pinterest oder in Buchhandlungen rum. Also ganz klassisch, einfach in die Buchhandlung gehen, ein bisschen durchgucken oder eben auf den aktuellen Websites, in den Büchertrends, was läuft denn aktuell hier heiß und was läuft da gut und wie ist denn da das Cover? Oder eben auf Pinterest. Genau. Ja, so viel dazu. Also das hier ist halt eine recht günstige alternative Programmempfehlung. Bei Buchsatz zum Beispiel ist es so, kann ich euch auch mal zeigen, ist vielleicht auch ganz spannend, ist nochmal komplett anders. Das mache ich ja eben zum Beispiel mit InDesign. So. Da kann ich euch mal die Zusammenarbeit zeigen, wie ich im Grunde arbeite. Da habe ich zum Beispiel hier das Cover. Das habe ich für das Cover habe ich in Photoshop erstellt und den Kalender selbst habe ich in InDesign aufgebaut. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist ganz cool. Und die einzelnen Grafiken dafür habe ich dann in Illustrator teilweise erstellt. Also so arbeite ich mit allen drei Programmen so gesehen zusammen. So, das hier ist jetzt das Cover für den Autoren-Jahreskalender, den ich jedes Jahr rausbringe. Und dann sieht man hier unten auch immer, wie viele Ebenen ich habe. Es ist einiges. Oder wie ich mit Schrift arbeite, dass ich zum Beispiel hier auch Effekte drüber lege. Wenn ich jetzt hier ein- und ausblende, sieht die Schrift halt voll lame aus. Und ich habe halt hier den, jetzt habe ich es ganz ausgeblendet, ich Genie. Ich habe hier den Effekt drüber gelegt, dass die eben auch diesen Goldglanzeffekt hat von dem Cover selbst. Dann haben wir das Cover zum Beispiel auch farblich abgeändert. Das war nämlich vorher so schwarz-weiß. Ich habe es bläulich eingefärbt und so weiter. Ist auch ganz großartig sowas, wenn man sich damit halt spielt, auskennt und überhaupt. Einfach nur ein zweidimensionaler Text ist zum Beispiel schon gar nicht mehr so modern. Es gibt sehr viele 3D-Texte, kann ich euch auch gleich noch zeigen. Ich habe unfassbar viel zu zeigen. So sieht es dann aus, wenn ich hier im InDesign arbeite. Da sind dann an der Seite hier meine 10.000 Ebenen. Mit Wassertracker, Text, Wochentage, Kalendertage und so weiter und so fort. Und, zoom mal raus, dass man ein bisschen mehr sieht. So sieht das Ganze dann aus. Hier habe ich meine Seriensucht zum Beispiel, gelesene Bücherseiten. Und hier so sieht dann ein Wochenblatt aus, also eine Kalenderwoche. Und diese ganzen kleinen Grafiken zum Beispiel, diese Bildchen oder diese Sonne oder diese Wassertröpfchen hier an der Seite oder das Kleeblatt, habe ich alle in Illustrator gemacht. Und so, so arbeite ich im Grunde dann mit allen drei Programmen zusammen. Das ist halt immer diese Sache, also so, weil ich halt sehr viel mache. Ich mache halt Buchsatz plus auch eben Covergestaltung. Wenn man jetzt nur die reine Covergestaltung macht, braucht man im Grunde InDesign nicht. Nicht unbedingt, dann reicht Photoshop und gegebenenfalls Illustrator. Halbe Stunde ist um, 15 Minuten noch, alles klar. Ich bin auch fast fertig im Grunde, dann können wir noch auf Fragen eingehen. Ich würde jetzt euch mal noch ein paar der Bilder zeigen, die wir jetzt zuletzt im Stream gemacht haben. Ihr kriegt sozusagen eine Sneak Peek, weil die alle noch nicht online sind. Also ihr kriegt eine Sneak Peek in die, jetzt ich das hier in meine Premade-Galerie.
Das sind einige dabei, die wir nämlich gestaltet haben, aber die noch nicht auf meiner Website eingebunden sind. Wir haben zum Beispiel hier, wo ich sind, das, da ist das Ägyptenbild. Das ist sehr hübsch. Das haben wir im Stream letztens gemacht. Und dann haben wir noch den Dolch. Wo ist der Dolch? Hier ist der Dolch. So. Hast du auch eine Alternative für ein Buchsatzprogramm? Also unter anderem wäre das halt Affinity Publisher oder aber Karl-Heinz Zimmer bietet ja das SP-Buchsatz an. Aber damit kenne ich mich nicht so gut aus. So, hier seht ihr zum Beispiel, also ich zoome da jetzt extra mal ran, dass ich hier mit der Schriftart habe ich einen 3D-Effekt, dass der ein bisschen metallisch, ein bisschen stabiler aussieht, ein bisschen einfach so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Dann haben wir hier so Metall-Highlights und Effekte drin, damit es so ein bisschen shiny ist. Und hier habe ich zum Beispiel ins O einen kleinen Skorpion gehängt, weil wir das sehr cool und sehr schön fanden, um dem Cover noch so ein kleines Detail mitzugeben, damit das Ganze dazu passt. Und hier haben wir dann auch immer unsere lustigen Autorennamen im Übrigen, Raden, Anubis, da haben wir uns dann lauter lustige Sachen überlegt. Hier haben wir zum Beispiel das Assassinen-Cover. Hier habe ich auch sehr viel mit 3D-Optik gearbeitet. Die Schrift ebenfalls mit einer Metalltextur hinterlegt. Da heißt die gute Amelia Assassin. Fand ich auch sehr witzig. Wir haben Dornenranken außenrum. Sehr, sehr schön. Dornenranken passend zum Ding. Also ihr seht auch, ich habe auch hier wieder nur drei Farben im Grunde. Silber, Blau und Gold. Auch bei dem anderen war es schwarz, gold, braun. Also muss man schon gucken, dass es echt harmonisch wirkt von den Bildern her. Hier haben wir zum Beispiel auch eins gemacht. Das war eins im letzten Stream. Hier mit einer sehr leichten Schrift, einer geschwungenen Schrift, damit es auch zu diesem Schwung im Bild selbst passt. Habe Lichthighlights hinzugegeben, weil die ja auch oben gegeben sind. Und habe noch so ein paar Leuchteffekte zugegeben. Die Gude heißt Starchild. Es ist großartig. Ich liebe unsere Namensgebung. Hier haben wir ein Sci-Fi-Cover. Hier haben wir ein bisschen auf Lichteffekte noch ein bisschen gesetzt mit einem Portal, aus dem das Ganze scheint. Und hier unten kommen so Dinger hoch. Also die habe ich zum Beispiel, das Bild war vorher mit so einer schwarzen Treppe. Und dann haben wir hier diese führenden Linien hinzugefügt, dass die nochmal zu dem Portal fügen und das Portal selbst, also dass die Schrift habe ich in so einer dreidimensionalen Optik gemacht mit einem größeren Schatten, damit das sich dem Portal, diesem Dreieck ein wenig angleicht sozusagen. Also Schrift, wie gesagt, sehr wichtig, on point, Leute. Hier hatten wir zum Beispiel auch einen sehr langen Titel. Das ist auch immer wichtig, dass wenn man sehr lange Titel hat, auch da immer gucken muss, dass man harmonisch miteinander spielt. Hier haben wir zum Beispiel auch ein neues Feld eingefügt. Guckt mal, das Feld von dem Originalbild war nämlich gar nicht so geil. Und dann haben wir ein neues Feld draufgefügt, haben die Farben angepasst, damit es stimmig ist, haben die Transparenz ein bisschen angepasst und noch Leuchteffekte für den Sonnenuntergang hinzugefügt, was ich sehr schön finde. Und hier sind wir sehr rosa geworden. Das war auch sehr witzig. Hier haben wir der Guten ein paar Flügel verpasst zum Beispiel. Wir haben die Augen umgefärbt in Blau, auch wenn man das jetzt bei euch gar nicht auf dem Bildschirm sieht. Wir haben ihr ein paar Flügel verpasst, haben einen Rahmen gegeben, fliegende Blätter nach vorne, damit es ein bisschen dreidimensional wirkt und das Ganze so unterstreicht und ja, nicht so draufgepappt wirkt. Genau. Ja. Also immer ein bisschen Tiefe geben. Auch der Rahmen bewirkt das Ganze, weil die Flügel über den Rahmen gehen. Also wenn man das hier so sieht, die Flügel gehen über dem Rahmen, aber die Bäume liegen hinter dem Rahmen. Dadurch hast du diesen dreidimensionalen Effekt, was immer sehr, sehr schön ist. Die Augen haben wir ihr hier blau gefärbt. Könnt ihr vielleicht hier ein bisschen sehen. Es wird jetzt sehr pixelig, ich weiß. Wenn ich die Augen hier mal ausblende, dann sieht man, dass sie sehr viel stumpfer sind. Und hier haben wir sie ein bisschen aufgehellt, ein bisschen blauer gemacht, damit die noch ein bisschen mehr leuchten. Genau. So, gibt es noch Fragen von eurer Seite aus?
gibt es dann immer erst einen Probedruck, um zu schauen, wie das Cover wirkt, und macht es Unterschied, ob es Print oder E-Book ist. Probedruck veranlasst der Autor selber, also entweder er macht einen oder er macht keinen, da bin ich als Coverdesignerin raus, ich gestalte das Cover. Alles, was danach kommt, ist dem Autor oder der Autorin ihre Entscheidung. Macht es Unterschiede, ob es Print oder E-Books sind? Ja, macht es. Es sind zwei verschiedene Farbräume. Also Print ist zum Beispiel CMYK und E-Book ist RGB-Farbraum. Und RGB leuchtet sehr viel mehr, seht ihr auch hier. Das leuchtet sehr intensiv. Kann ich euch gut anhand meines eigenen Covers zeigen? Moment. Nehme euch mal aus dem Bild hier raus, dass ihr nicht meine ganze Ordnerstruktur seht. Moment. So. Da sieht man es schön. Das hier ist das Cover von meinem eigenen Buch, also von Beast Soul. Und hier seht ihr, toll, hier seht ihr nichts mehr. Hier seht ihr, wie krass dieses Cover im Grunde leuchtet, was das Blau für eine Leuchtkraft hat. Und hier seht ihr, wie es dann am Ende rausgekommen ist. Also der Löwe ist sehr, sehr dunkel geworden. Das Schwarz hat sehr viel verschluckt. Das Blau ist immer noch relativ schön, aber oben im Schwarz seht ihr die Hörner, die man auf dem Bild sehen kann. Sieht man hier kaum noch. Also die haben kaum Kontrast gehabt, obwohl ich den da schon sogar ums Dreifache aufgehellt habe, was er hier auf dem E-Book ist. Also ich habe dieses Cover nochmal immens aufgehellt und nachgehellt, bevor ich es in den Druck gegeben habe. Und trotzdem ist es hier oben sehr, sehr dunkel rausgekommen. Ich kann es mal ein bisschen näher halten, sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Also man sieht es schon, ne? Und man sieht aber auch gut die Fellstruktur. Also die ist wirklich gut rausgekommen. Das Blau kann man schön erkennen. Hinten ist es auch sehr gut geworden. Ich habe es auch innen gestaltet. Und was ich hier richtig schön finde, muss ich ja auch mal zeigen, ist das Unterkleid. Das ist auch großartig rausgekommen, weil ich da halt kein Schwarz drin habe, sondern auch nur Blau. Das ist ja sehr gut rausgekommen, aber das Schwarz oben am Kopf ist halt, naja, ein bisschen schade, dass man die Hörner nicht so gut sieht. Aber das ist der Unterschied zwischen CMYK und RGB. Könntest du ein Print-Premade zeigen? Ein Print-Premade haben wir bisher ja aktuell nur eins, glaube ich, gemacht. Ne? Das ist ja... Moment, kann ich zeigen? So, das ist jetzt ein Print-Premade, was ich gemacht habe. Wieso wird das euch so komisch doppelt angezeigt? Das weiß keiner. Ach so, da ist so eine Vorschau mit eingebaut, oder was? So, jetzt ist gut. Da haben wir ein Print-Premade gemacht. Da ist es dann auch so, dass ich halt auch den Buchrücken gestalte und die Rückseite gestalte. Und hier haben wir zum Beispiel auch die Lichteffekte reingesetzt. Das ist auch richtig cool geworden, finde ich. Richtig schön. Und da wurde sich dann sogar ein Klappentext von einem Twitch-Zuschauer überlegt, was ich richtig witzig fand, und hier haben wir Xena T. Azan, haha, als Autorenname. Ich feiere meine Autorennamen immer noch sehr und die Autorinnennamen. Die sind großartig. Genau. So sieht das Print dann aus, im Grunde, wenn man das als, wenn ich das als Premade online stelle, und die E-Book-Version ist dann natürlich nur die Vorderseite. So. Also würdest du für ein Printcover hellere Farben empfehlen? Nee, nicht unbedingt, aber der Designer sollte halt dran denken, das Ganze nochmal aufzuhellen. Ich meine, ich habe Beast Soul dreifach aufgehellt, also ich habe dran gedacht. Und es ist trotzdem total dunkel rausgekommen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte man auf dem Cover wahrscheinlich nichts erkannt. Also das muss dem Designer halt einfach bewusst sein. Aber das ist es vielen halt nicht, weil sie sich mit Druckereien nicht auskennen, weil es keine gelernten Mediengestalter sind, sondern die haben das sich halt selber beigebracht. Und da hapert es dann meistens so ein bisschen an den Grundkenntnissen, was Druck oder Technik und sowas angeht, ein bisschen. 5 Minuten noch. 5 Minuten haben wir noch. Habt ihr noch Fragen? So allgemein zu irgendwas. Tolle Cover. Dankeschön, Peter.
Also bei mir hängen halt jetzt auch, wie gesagt, 7 Jahre Erfahrung dran. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Covern. Ich würde auch sagen, am Anfang, wenn ihr wirklich Cover-Design machen wollt, dann üben, üben, üben. Ich kann es nicht anders sagen. Einfach super viel üben. Wenn ich meine Cover von damals sehe, die ich damals gemacht habe, ich möchte sie anzünden. Sie sind einfach nicht ausgearbeitet. Sie sind nicht gut. Die Typografie war furchtbar. Und ja, ich bin der Meinung, dass ich einfach die Übung macht. Und je mehr man da übt, desto besser wird man auch drin. Und ja, keine Frage, aber beim nächsten Stream bin ich dabei. Super interessant und ganz tolle Cover. Oh, danke schön, Jalin. Das freut mich sehr. Genau, der nächste Stream ist heute Abend um 20:30 Uhr. Es wird wieder ein Saturday Late Night Stream. Das heißt, wir haben Open End. Es wird wieder relativ lange gehen. Und wir werden ein Cover gestalten, wir werden ein Twitch-Overlay ein bisschen gestalten und wir werden ganz viel schnacken. So ist der Plan. Dankeschön, Martina. Freut mich sehr. Finde ich ganz, ganz toll. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, dann setzt euch mit Cover-Trends auseinander. Ihr müsst euch weiterbilden, ihr müsst wirklich dranbleiben und ihr müsst einfach ganz viel üben. Das wären so meine drei gängigen Tipps, die man eigentlich wirklich machen sollte, wenn man da Fuß fassen will. Und ansonsten, wenn ihr da eher jetzt sagt, okay, das klingt gut, aber ich möchte mein Cover lieber in Auftrag geben, vor allem weil man bei dem eigenen Cover sowieso immer noch mal ein bisschen gehemmter ist als bei anderen, könnt ihr ja Leute wie mich oder auch andere Cover-Designer und Designerinnen beauftragen. Wir freuen uns darüber natürlich sehr. Und dir dabei zuschauen, wie du die fehlenden hochlädst. Ja, mal gucken, das ist schon ein bisschen hart langweilig. Weiß ich nicht, ob ich. Vielleicht machen wir das nebenbei, wenn wir quatschen oder so, dass ich das nebenbei mache. Mal gucken. Wäre aber echt mal an der Zeit. Genau. Ja, so, ansonsten sehe ich gerade keine Fragen mehr, keine Sachen mehr. Schön, haben wir doch alles soweit geschafft. Großartig, freue mich. Ja. Ich überlege gerade noch, ob ich noch irgendwas sagen kann. Wir haben noch 2 Minuten oder so oder drei. Aber mir fällt gerade nichts mehr ein. Vielen Dank, war super informativ. Das freut mich sehr, Peter. Das ist sehr cool. Ah, jetzt, sorry, Judith, die habe ich tatsächlich überlesen. Würdest du empfehlen, dass man bekannte Cover versucht nachzustellen, um zu lernen? Tatsächlich ist das eine gar nicht so doofe Idee, aber diese Cover würde ich auf keinen Fall unter keinen Umständen dann veröffentlichen. Die würde ich wirklich nur als reine Übungszwecke nehmen und gucken, wie nah und wie weit du an diese Cover-Gestaltung rankommst, sag ich mal. Und du solltest aber auch versuchen, deinen eigenen Stil zu entwickeln. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Stil habe. Meinen eigenen Stil erkenne ich nämlich null. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt vom Alexander Kopeinski ein Cover sieht, dann sieht man relativ schnell, ob das eins von ihm ist oder nicht. Der hat eine sehr, sehr eindeutige Handschrift irgendwie, auch wenn ich nicht so mal ganz genau sagen kann, woran es liegt, aber man erkennt es irgendwie. Und ja, auch bei anderen Cover-Designern, wenn ich die halt schon länger, wenn ich denen schon länger folge auf Social Media, erkenne ich relativ schnell, wessen Handschrift das ist. Aber man sollte auf jeden Fall gucken, dass man nicht nur kopiert. Also man sollte schon seinen eigenen Stil entwickeln. Die Schnörkel vielleicht. Nee, so viele Schnörkel benutzt Alex gar nicht. Er nutzt sehr viel dynamisch kräftiges Bildmaterial, würde ich mal behaupten, in der Art und Weise so. Viele Details finde ich. Auch nicht mal. Also ja, er hat manche Cover, da sind sehr viele kleine Details zu entdecken. Manchmal hat er aber auch wirklich Bilder, wo ich weiß, oder Cover, wo 3, 4 Bilder maximal genutzt wurden. Das sind dann auch nicht so detailreich, finde ich. Also, aber ja, er hat irgendwie so eine Handschrift, diese leuchtenden, kräftigen Bilder, diese ausdrucksstarken Bilder, wo er nutzt, dass man das einfach gleich erkennt. Genau. Unter anderem kann ich ja noch sagen, ich mache zum Beispiel auch Logos.
Das ist zum Beispiel nochmal was komplett anderes zur Covergestaltung. Da muss man ganz anders rangehen als bei einer Covergestaltung. Da gibt es meistens, es gibt die Wortmarke, die Bildmarke und die Wortbildmarke. Genau. Da habe ich hier zum Beispiel auch mal verschiedene erstellt schon über die Zeit hinweg. Fehlen aber auch einige, sehe ich gerade. Und da habe ich für einige Verlage oder auch für Autoren oder Autorinnen bereits Logos gestalten dürfen. Ja. Ding, 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 so langsam das Schlusswort. Okay. Ja. Ich glaube, viel habe ich auch nicht mehr zu sagen. Ich gehe kurz nochmal meine Seite durch, mache auch Mockup-Grafiken, Social-Media-Grafiken, Merchandise und dergleichen. Und Buchsatz. Genau. Das sind so meine Sachen, die ich so mache. Und ja, ansonsten freut es mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen, habt etwas gelernt oder habt euch einfach mal so informiert gefühlt. Und ja, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß auf dem restlichen Litcamp und trinkt genug. Ich muss jetzt sehr viel nachtrinken. Ich habe so viel geredet in den letzten 2 Stunden. Ich brauche mehr Flüssigkeit.